Moin Leute, was geht ab? Heute wieder ein neues Video, aber heute mal nicht Formel 1 2021, sondern Formel 1 2019. Einfach weil Formel 1 2021 einen wilden Desync-Bug hat und deswegen ist es unmöglich, da Liga fortzusetzen. Deswegen wurde mal als Ersatz Formel 1 2019 gefahren und das in Deutschland. Also jetzt viel Spaß mit dem Video. So, und hier starte ich meine erste Quali-Runde auf dem Hockenheimring. Ich habe mich mit der Strecke davor nicht so vertraut gemacht. Ich fahre übrigens im McLaren hier, denn hier war freie Auswahl. Hier sind, glaube ich, sowieso nur 12 Leute mitgefahren, wenn ich mich nicht täusche. Und hier direkt schon mal überhaupt nicht gut genommen in die Kurve, muss man ehrlich so sagen. Ich habe auch erst eine Stunde Spielzeit in Formel 1 da gehabt. Also war ich allgemein mit allem noch nicht so ganz so vertraut. Und ich habe auch das Setup gar nicht getestet, sondern ich habe es spontan genommen und hier habe ich mich verbremst. Das heißt, ich habe einfach nach einem Setup gegoogelt und das einfach schnell genommen. Deswegen fahre ich auch erst 4 Minuten nach Anfang vom Quali schon raus. Und hier jetzt gehe ich mal auf die Strecke ein. Recht langsam genommen, geht aber noch. Hier auch nicht mit Vollgas, habe ich mich nicht getraut. Ich hatte das Vertrauen nicht ins Auto. Wenn ich hier in den 5. bin, hätte ich auch im 6. bleiben können. Hier auch eine ganz schwierige Kurve. Habe ich aber ganz gut gemeistert, würde ich sagen. Und hier auch immer Respekt vorgehabt, weil ich bin die Strecke einmal in Zeitfahren gefahren. Sonst aber nicht. Die erste Rundenzeit ist eine 1:13.257 und es reicht gerade mal für den 9. Platz. Ich meinte natürlich vorhin beim Satz, dass ich erst eine Spielstunde in Formel 1 2019 hatte. So, starte ich hier meine zweite Quali-Runde und hier schon mal die Kurve besser genommen. Das heißt, ich habe schon mal ein Zehntel auf jeden Fall gut gemacht. Die Kurve hier auch besser genommen, würde ich sagen. Sieht man auch an der Zwischenzeit. Genau, und hier auf der Geraden kann man ja nicht viel falsch machen. Außer man fährt halt zu weit außen. Aber hier habe ich auch Zeit gut gemacht, tatsächlich. Und hier die Kurve, da habe ich mich extrem verbremst. Das war sehr, sehr schlecht. Ich habe dennoch trotzdem 14. gut gemacht. Warum auch immer. Hat aber meinen Reifen nicht ganz so gut getan. Würde ich mal behaupten. By the way, das ist auch wie in der Liga, die ganzen Einstellungen, auch kurzes Quali, ne? Kein ganzes. Und. Ja, Zwischenzeiten war besser. Hier auch wieder in den 5. Auch nicht so gut. Aber trotzdem natürlich keine Bestzeit. Das ist klar. Und hier komme ich auch weit aufs Gras. Das hat sehr, sehr viel Zeit gekostet. Und da verliere ich auch schon meine Rundenzeit. Sehr, sehr bitter. Hätte viel, viel besser werden können. Und hier war es aber auch mal wieder komplett vorbei. Das bedeutet, ich muss noch auf eine dritte Runde. So, und auf zu meiner letzten und dritten Runde. Genau. Und da war gerade jemand, also das habt ihr nicht gesehen, aber da war jemand an der Boxenmauer gehängt. Der hat da gecrashed. Was nicht so nice ist. Aber hier schon mal auf jeden Fall 15. gut gemacht. Also schon mal viel, viel besser genommen. Die ganze, den ganzen Sektor auf jeden Fall. Jetzt hier heißt wieder gut anbremsen. Wieder verbremst, diesmal in den ersten Gang. Mache aber trotzdem immer noch genauso viel gut. Ich weiß nicht, wie viel ich da genau im ersten Sektor so verloren habe. Nicht im ersten Sektor, der ersten Runde, also schon krass, was ich da, also irgendwas muss ich ja falsch gemacht haben. War gerade ein bisschen Brain After gefühlt. So, und jetzt hier die Kurve gut nehmen und hier komme ich aufs Kies und drehe mich weg und der Flügel ist ab. Mein erster Crash in der Liga, wenn man so sagen kann. Ja, das war's auf jeden Fall mit meiner Runde. Sehr, sehr bitter. Erster Einschlag, der ja viel kostet, weil ich jetzt Letzter bin. Und es hätte eine wirklich gute Runde werden können. Bitter, bitter und nochmal bitter. Aber was will man machen? Das war meine letzte Runde fürs Quali. Ab zum Rennen. Also wie immer, Einführungsrunde absolviert. Reifen auf 90 Grad bekommen, richtig gut. Und es war wirklich ungewohnt allgemein Quali-Einführungsrunde. Und jetzt wahrscheinlich auch das Rennen. Wegen der ganzen Fahrphysik, die ist nämlich sehr, sehr viel anders da. Zu den jetzigen Spielen und es geht los. Ich habe einen einigermaßen guten Start erwischt. Und was man hier auch sagen muss, ich fahre dieses Mal ohne Traktionskontrolle. Das ganze Rennen über
Genauso wie im Quali, deswegen habe ich mich wahrscheinlich auch gedreht. Komm hier wirklich weit raus. Bin hier Rad an Rad mit Zanni, auch einem Ferrari. Bremse hier viel zu früh. Hier fährt sich Jonathan, glaube ich, den Flügel ab. Ja, müsste es so sein. Ihn habe ich auf jeden Fall immer noch hinter mir. Während Zanni jetzt eben vor mir ist und es war auch anstrengend, weil dieses ERS-System, was jetzt so leicht gemacht wurde mit einem Knopf, erst im Formel 1 2020 Spiel kam. In Formel 1 2019 muss man das wirklich viel, viel besser managen. Hier Wheelspin des Todes gehabt. Mann. Also ich kann den Leuten recht gut folgen, ist ja beim Start so, und ich verbremse mich direkt mit den Mediums auch nicht gut. In Deutschland ist der Reifenverbrauch, glaube ich, in dem Spiel auch recht hoch. Leider gibt es ja die Strecke nicht mehr in den neuen Spielen, weil sie auch in echt nicht mehr gefahren wird, aber sie macht Spaß, aber ich konnte mich nicht so richtig vertraut machen und hier steche ich rein bei Zanni, kann mich aber nicht durchsetzen, weil ich da zu vorsichtig auf dem Gas war und zu unvertraut, wie gesagt. DRS ist dann auch ab Runde 3 geöffnet, das bietet dann auch mehr Möglichkeiten. X-Dark Knight ist anscheinend der Führer, weil er die schnellste Runde gefahren hat. Sonst verliere ich schon fast ein bisschen den Anschluss. Bei der Kurve geht's wieder, während Del Boss sich da komplett weggedreht hat oder was weiß ich, was der da gemacht hat. Sehr weird auf jeden Fall. Aber hier, der Vordere, der hält hier ein paar Leute auf, so wie das aussieht. Deswegen denke ich, kann ich auch einigermaßen folgen. Auch wenn ich jetzt hier schon wieder den Anschluss verliere. Aber es geht. Es geht, es geht. Was natürlich auch ungewohnt ist, dass man die Zeiten oben nicht durchgehen sieht. Und da hat jemand einen Fehler gemacht. Da ist Chaos. Komplett. Hier die Kurve. Auch gut nehmen und hier komplett verbremst. Genauso Tim White, der hat da auch irgendwas gemacht. Und hier gebe ich viel zu schnell Gas und komme aufs Kies und drehe mich hier nochmal halb. Und hier, ich komme gar nicht mehr vom Fleck. Aber Del Boss ist immer noch hinter mir. Das war schon mal gut. War aber nicht gut, weil jetzt hier sieht man es gerade 5,3 Sekunden Abstand zum Vordermann. War jetzt nicht so nice, ne? Hätte nicht sein müssen. Was? Also die Verbremser hier, die sind am nervigsten. Ich meine, ich hätte auch ABS anmachen können. Hatte ich aber nicht vorgehabt, weil ich wollte eine Herausforderung. Und hinten ist schon wieder eine gelbe Flagge. Das ist wieder Del Boss, wenn man auf der Karte guckt. DRS ist jetzt aktiviert, das bringt mir actually in dem Moment nichts. Jetzt habe ich noch eine Verwarnung bekommen. Ja, und Tim White, der ist wie gesagt ganz weit weg und hinter mir ist jetzt auch niemand mehr. Ja, 8 Sekunden Abstand halt. Während ich aber schon fast wieder Hoffnung hatte, aufholen zu können, weil die da vorne sind ja immer noch in diesem Pack, sage ich mal. Was mir nur Vorteile bringt und wenig Nachteile. Aber trotzdem war ich nicht schnell genug, weil... Ja, okay, ich habe mich da mal nicht verbremst. Aber wie gesagt, in Deutschland kann man eigentlich auch nur eine Medium-Hard-Strategie gefühlt gehen, weil der Reifenverbrauch ist halt sehr hoch. Wie schon gemeint, hier auch wieder verbremst. Also, Verbremser waren am schlimmsten. Hier Anfang Runde 4 war Finn in der Box und eine gelbe Flagge. Da hat sich ein Ferrari komplett weggedreht. Das war Tim White. Der übrigens jetzt nicht mehr in Liga 3, sondern in Liga 2. Also in der Formel 1 2021 Liga, die ja eigentlich gefahren wird. Ja, kleiner Zwischenfall auf der Strecke und mittlerweile bin ich auch nicht wirklich gut rangekommen an die Jungs da vorne. Während halt eher weiter hinten Tim White und alle rankommen. So in Runde 7 ist IRC Smitty hinter mir und überholt mich fast schon locker mit DRS. Und IRC X Dark Knight war vorhin in der Box, deswegen war der jetzt vor mir da noch. Und Smitty hat mich jetzt überholt und CVBY, keine Ahnung, wie man dich ausspricht, der hätte mich auch fast überholt. Weil gegen die Jungs kann ich nichts machen. Ich glaube, die waren alle in der Box, weil die hatten ja die Softreifen, die mich da jetzt gerade überholen. Deswegen war ich auch so weit vorne. Ja, und die sind halt schnell wieder rangekommen. Ne, die hatten die Medium-Reifen jetzt. Ah, die hatten davor die Soft, aber jetzt haben sie die Mediums, genau. Hier, Hifby, nenne ich dich jetzt einfach mal, war da auch direkt hinter mir, also ein Zehntel Abstand. Ich habe den eher aufgehalten als geholfen oder sowas. Und hier müsste er jetzt auch gleich eigentlich leichtes Spiel haben mit dem DRS. Das er jetzt dann bekommen müsste. Jetzt, ja. Man sieht ihn im Rückspiegel.
sieht man ihn fast neben mir. Ich muss Platz machen. Und da kommt er auch locker vorbei, während Finn irgendwas versucht hat. Der wollte da auch unbedingt vorbei. Jetzt hier nochmal schön spät gebremst. Ja, aber das war es komplett. Viel zu spät gebremst, verbremst. Da kommt auf jeden Fall Finn vorbei, während fast Buddy auch noch vorbeikommt. Also richtig schlecht eigentlich gemacht. Ich bin einfach bad in dem Game. Ich bin besser in Formel 1 2021. Außerdem waren da jetzt auch Leute von Liga 1, 2 und 3 drin und eher weniger Leute von Liga 3. Von dem her, ja, bisschen schwieriger. Und jetzt, ich kann den Jungs vorne auch nicht folgen, nicht wirklich. Hab auch erst einen Sektor ein bisschen verhauen natürlich, durch die ganzen Fights. Wie man sieht. Ja, und wie gesagt, folgen kann ich da eher weniger wem. Er kann mir ein Orepa, der kann mir vielleicht folgen oder aufholen. Mittlerweile in Runde 12 ist Smitty hinter mir und Kifby vor mir. Und Smitty war sehr, sehr nah. Und jetzt ist ein Safety Car auf der Strecke. Denn es hat sich, ich muss mal auf der Karte gucken, ich weiß nicht, wer sich genau gedreht hat. Beziehungsweise irgendwas gemacht hat. Auf jeden Fall gibt es ein Safety Car, da muss etwas Schwereres vorgefallen sein. Das bedeutet natürlich Boxenstopp für mich. Genau, Jeff sagt auch schon. Es ist zwar 2-3 Runden früher wie geplant, aber normalerweise kriegt man das gemanagt. So, jetzt in Runde 15 Restart und da treffe ich fast Finn, musste abbrechen. Bereit machen, das Rennen vorzuführen und es geht weiter. Natürlich nicht vor der Linie überholen. Habe ich auch leider schon mal in der Liga gemacht, Bartelist-Liga. Hätte ich auch nicht machen dürfen. So, Restart, naja, geht so getroffen, Finn kommt da weit und noch wer anders, ich weiß nicht, Tim White vielleicht, nee, Smitty. Hier verbremst, hier Zweikampf zwischen Smitty und X-Dark Knight, während Finn da fast kommt. Hinter mir Jonathan, der will jetzt auch überholen, ich verteidige da auf jeden Fall. Mach ERS auch sehr, sehr hoch. Noch nicht auf die maximale Stufe, aber fast. Da vorne geht's richtig ab. Die fighten da, während jetzt Jonathan mich überholt. Hier muss ich natürlich Platz lassen. Der hat da leichtes Spiel, mich zu überholen. Habe nämlich viel zu viel Platz gelassen. Sunny fährt da komplett auf dem Gras und es staut sich alles. Sehr, sehr chaotischer Restart. Während ich mich hier wieder verbremse mit meinen neuen Harten. Ich konnte die einigermaßen warm halten. Beim Safety Car. Aber auch nicht perfekt. Delbos ist jetzt auch hinter mir. Der hat Vorteile daraus gezogen, weil der hatte wirklich, der hat sehr, sehr, sehr oft gedreht und hier wieder verbremst. Also wirklich unglaublich. Fast die ganze Zeit verbremst. So, jetzt sind natürlich meine Karten auch mal wieder offen. Vielleicht ein paar Leute zu überholen, wenn das DRS freigegeben ist. Zum Beispiel Sunny, der da auch einen Fahrfehler macht, während ich hier das ERS schön hochstellen kann. Es lenkt natürlich ab und hier komplett verbrennt. Ich weiß nicht, was ich da getan habe. Sunny aber auch. Der ist da auch weit gekommen. Es lenkt natürlich ab, da ständig das ERS umzustellen und Del Boss kommt und ich verbremse mich komplett, dreh mich fast. Während jetzt Del Boss hier locker vorbeikommt. Aber ich habe schönen Windschatten von ihm, der nicht so stark ist, überhaupt nicht so stark. Ich stelle das Benzin auch nochmal auf Fett. Das konnte man ja damals. Und gelbe Flagge da. Ich glaube, Pim White hat da sich irgendwie gedreht oder ist in der Box und hat gelb. Und Del Boss kommt da weit, genauso wie Zanni. Ich weiß nicht, was die machen. Da habe ich leichtes Spiel wieder gegen Del Boss. Zanni kann ich aber meistens nicht folgen. Der hält mich irgendwie auf. Und dann kann er aber irgendwie davonziehen. Ich weiß auch nicht so ganz. Hier im vierten Gang geblieben. Und Del Boss ist schon bedrohlich nah. Jetzt nicht mehr so. Denn ich kann ihm einigermaßen gut wegfahren, muss es eher es auch perfekt managen. Kommen hier weit fast dasselbe Schicksal im Qualifying. Nur dieses Mal nicht so schlimm. Ja, und jetzt war ich so ein bisschen im Sandwich, während Del Boss irgendwie irgendeinen Fahrfehler gemacht hat. Hat man an dem Fallen gesehen. Und Sunny, der zieht jetzt irgendwie davon. Warum auch immer. Er ist natürlich schneller. Noch hätte ich DRS von ihm, wenn ich keinen Fehler mehr mache. Und er vielleicht einen. Hier Kurve, dieses Mal recht sauber genommen. Geht besser. Aber ich bekomme hier schon das DRS gar nicht mehr. Schon über eine Sekunde Abstand, aber Delvos hinter mir bekommt das DRS auch nicht mehr. Während ich jetzt hier nochmal ERS komplett hochstelle.
Bringt mir aber wenig, weil ich kann da einfach nicht aufholen. Die Pay stimmt nicht. Ich habe zu wenig Formel 1 2019 gespielt. Ich bin eher in Formel 1 2020 und 21 vertieft. So, jetzt mittlerweile Runde 22 und da kommt Pifty White, der mittlerweile vor mir ist, weil der Ferrari vor ihm den überholt hat. So, jetzt habe ich Pifty überholt und das ist unerlaubt, warum auch immer. Das ist ein Bug vom Spiel, ich muss ihn wieder vorbeilassen. Lass ihn auch vorbei. Und hier, er ist so langsam und ich habe da zu schnell Gas gegeben und es kommt Delbos vorbei und ich setze mich zur Strecke zurück, obwohl das eigentlich in den Regeln in Formel 1 2021 nicht erlaubt ist. Ist aber trotzdem gemacht habe hier, weil hier, ich meine, das ist eh nur so ein Fun-Event, ne? Während jetzt Pifty in der Box war, jetzt doch, jetzt habe ich ihn wieder überholt. Aber so unnötig, zum Glück hat mein Flügel keinen Schaden erlitten. Und jetzt musste ich wieder Delbos einholen, was fast unmöglich war, weil er war sowieso schneller wie ich, teilweise. Und ja, es ist einfach blöd gewesen in dem Moment. Klar ist es blöd. Während Sunny natürlich jetzt auch komplett weg ist. Mittlerweile in Runde 29 ist Delbos ja vor mir, gelbe Flagge, denn er hat sich wahrscheinlich gedreht, während Pifty in der Zwischenzeit schon die schnellste Runde hat und sehr, sehr nah dran gekommen ist, obwohl er eigentlich sehr viel Abstand hatte. Ja, und jetzt Delbos, der hat auf jeden Fall einen Fehler gemacht. Frag mich nicht, welchen, er hat sich wahrscheinlich gedreht. Ja, während Pifty halt weiter aufholt und ich ein bisschen eher es auch sparen muss, weil ich habe schon viel benutzt, was eigentlich dumm war in der Zeit. Aber was will man machen und hier auch noch schön verbremst und halb weggedreht. Ja, das ist natürlich nur gut für Pifty. Wenn ich es richtig sage. Die Kurve, auch schon halbes Trauma im Qualifying gehabt. Und Pifty ist jetzt auch gleich im DRS-Fenster, was bedeutet, dass er leichtes Spiel hat, wenn hier Delbos aufs Kiesbeet kommt und ich da auch locker vorbeigehen kann, genauso Pifty. Delbos, genauso wie ich, sehr viele Fehler, obwohl er wahrscheinlich mehr Fehler hatte, insgesamt im Rennen. Wahrscheinlich auch schon lange kein Formel 1 mehr gefahren. Ja, und Jeff sagt auch schon, ne, eine Sekunde zum Auto hinter mir und ich habe wieder eine Verwarnung kassiert. Ich glaube, ich hatte auf der Strecke auch schon 3 Sekunden kassiert, mal irgendwann mittendrin. Ja, und jetzt hat Pifty DRS und müsste locker vorbeikommen. Natürlich mache er erstmal auf volle Pulle, bringt schon ein bisschen was, muss man sagen, aber er kommt trotzdem leicht vorbei mit dem DRS. Das bringt es ihm schon und hier wieder aufpassen, dass ich ihn nicht wieder hinten drauf rumpel. Ja, hat aber gut geklappt. Dass ich ihm nicht hinten drauf rumpel, ja, und jetzt ist Pifty natürlich vorbei. Und Delbos wieder hinter mir. Sehr, sehr weit hinter mir sogar. Mittlerweile Ende der vorletzten Runde. Sunny ist geghostet oder nicht im Auto. Eins von beiden. Ich weiß nicht, was da los war. Somit hatte ich eigentlich leichtes Spiel, vor allem auch mit dem DRS und da er geghostet war. Delbos, der war wirklich sehr, sehr weit hin, der hat sich schon wieder gedreht, also er hatte richtig Probleme, fragt mich nicht, was der gemacht hat. Und meine Reifen, die waren auch richtig am Limit, 60%. Ja, aber natürlich lohnt sich's nicht, dann noch in der Schlussphase nochmal reinzugehen. Ging schon alles irgendwie fit, da war ich jetzt natürlich auch schon vorhin an Sunny vorbei. Ja, Jeff sagt mir, dass ich nicht auf fett bleiben kann auf dem Motor, auf der Motormischung. Es ist aber egal, weil das Delta zeigt mir plus 0,17 Runden jetzt. Ja, die letzte Runde lasse ich nochmal so drin. Kann sein, dass nächstes Wochenende ich wieder Formel 1 2019 fahre. Kommt drauf an, ob die jetzt einen Bug gefixt haben oder nicht. Also diesen Desync-Bug, der sehr, sehr nervig ist. Während jetzt Smitty schon gewonnen hat. Ja, gelbe Flagge. Und ach, wer ist denn da? Delbos. Den habe ich sogar noch einmal, ja, fast überrunden können. Ja doch, den habe ich noch einmal überrunden können. Schon krass, ey, wie oft er sich dann noch zum Schluss gedreht hat. Endeffekt bin ich 7. geworden von 12. Paar wurden disqualifiziert, ne? An sich habe ich dann nochmal Schlangenlinien gefahren. An sich einigermaßen erfolgreiches Rennen dafür, dass wenig Leute aus Liga 3 dabei waren. Beziehungsweise nur 1-2 Leute. Wenigstens 7. geworden. Und dafür, dass ich nur eine Stunde Spielzeit ungefähr hatte in dem Game. Schon recht erfolgreich. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt,
Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Video. Man hört sich. Haut rein. Ciao.